Stuttgart, seid ihr bereit für das erste Finale? Und wir kommen zur Startnummer 1 und sie kommt aus Korea. Ladies and gentlemen, representing Korea, Son Yeon-jae. Tolle Atmosphäre und Sie sehen die super Slow-Mo, meine Damen und Herren. Wichtiger Hinweis, bitte nutzen Sie kein Blitzlicht, wenn Sie hier fotografieren. Das kann man auch am Mobilfunkgerät ausschalten. Bitte kein Blitzlicht. Dear spectators, during your photographing or making a video, please don't use the lighters. Please don't use any kind of lighters, blitz and anything like that. So not to disturb our gymnast. Son Jeon-jae aus Korea, dritte war sie bei der Weltmeisterschaft in Izmir 2014. In diesem Gerät, vierte in der Gesamtwertung, siebte ein Jahr zuvor, 2013 in Kiew. Und Sie hören es, die nächste Gymnastin kommt aus Russland, dem Mutterland der rhythmischen Sportgymnastik. Und hier haben wir dann die erste Wertung für Son Jeon-jae. Und das sind 18,125 Punkte, 18.125. Dankeschön. Und wir kommen zur nächsten Gymnastin und sie kommt aus Russland. Ladies and gentlemen, representing Russian Federation, Alexandra Soldatova. Thank you.
Alexandra Soldatova, Russian Federation. Und die Russin, sie war Beste in der Qualifikation im vergangenen Jahr, meine Damen und Herren, bei der Weltmeisterschaft. Da belegte sie in der Qualifikation Platz 3, durfte aber nicht am Finale teilnehmen. Wie lässt sich das erklären? Von jeder Nation dürfen 2 Gymnastinnen im Finale teilnehmen und vor ihr waren 2 Teamkolleginnen und dann ist sie als Dritte nicht im Finale gewesen. Wie bitter für sie, aber die Regeln haben natürlich auch ihren Sinn, um auch anderen Nationen hier Plätze im Finale zu ermöglichen. Und jetzt hat sie es also geschafft und ist als Erste in dieses Finale eingezogen. Und hier haben wir die Wertung. Hier ist der Score. 18,650 Punkte. 18,650. She's taking the lead. Sie geht in Führung. Und wir kommen zur nächsten Gymnastin aus Georgien. Representing Georgia, Saloma Batshava. Batshava, Georgia! Weltmeisterliche Atmosphäre hier in der Porsche Arena in Stuttgart. So kennt man das von dieser Arena, so kennt man das von dieser Stadt. Und das für vielleicht die Außenseiterin in diesem Feld. Als 8. hat sie sich qualifiziert. 18. war sie in Izmir, 21. in Kiew bei den vergangenen Weltmeisterschaften. Jetzt hat sie den Sprung geschafft ins Feld der Top 8. Und das ist ein tolles Ergebnis, schon mal in diesem Finale dabei zu sein und mit einer wirklich mitreißenden Übung. Sie haben alle wunderbar mitgeklatscht und wir kommen zur Note für die Georgierinnen. 17,766 Punkte, 70,766 Points. Verbessert noch zum Ergebnis in der Qualifikation. Und wir kommen zur zweiten Gymnastin aus Russland.
representing Russian Federation, Маргарита Мамун. Мамун, Russia! Einer der großen Superstars der rhythmischen Sportgymnastik, Vize-Weltmeisterin an diesem Gerät im vergangenen Jahr, eine Ismir Bronzemedaille in Kiew. Ein Jahr zuvor und auch zweite war sie in der Mehrkampfgesamtwertung im vergangenen Jahr in Ismir. In diesem Jahr will sie angreifen, will sich vielleicht den Titel sichern. Und sie hat als Zweitplatzierte der Qualifikation sich hier für dieses Finale qualifiziert und 18:6:5 sind zu schlagen, um an die Spitze zu kommen. Hier das Ergebnis für Mamun. 18,950, she takes the lead, sie geht in Führung. The new current leader, Маргарита Мамун, 18,950 Punkte vor ihrer Landsfrau Soldatova, 18,650. Samson, die Koreanerin, 18,125 und Bashaba mit 17,766 Punkten. Und weiter geht's mit der nächsten Starterin aus Weißrussland. Representing Belarus, Melitina Stanyuta. Thank you.
Kristina Staniuta, Belarus. Valentina Staniuta aus Weißrussland. Zwölfte war sie in diesem Gerät. Sie ist mir fünfte, ein Jahr zuvor in Kiew. Auf Platz 3 auch in Kiew bei der Weltmeisterschaft in der Gesamtwertung im Mehrkampf. Siebte dann im vergangenen Jahr in Izmir, jetzt als Dritte hier in dieses Finale eingezogen. Und hier kommt die Wertung für Staniuta aus Weißrussland. Bis 3 und er schafft sie 18,350 Punkte. Dritter Platz, third place for Staniuta. 18,350. Und wir kommen zur nächsten, meine Damen und Herren, aus der Ukraine. Representing Ukraine, Anna Rizadinova. Anna Rizadinova. Sie war Weltmeisterin in diesem Gerät in Kiew bei der Heimweltmeisterschaft 2013. Dort auch Zweite im Mehrkampf, Vierte im vergangenen Jahr in Izmir. Als Dritte eingezogen hier in dieses Finale. 18,366 Punkte hatte sie in der Qualifikation. Das würde reichen zu Platz 3 für Rizadinova. Hier sehen wir noch mal einige Zeitlupen auf dem Videowürfel. Stimmungsvoll hier in der Porsche Arena und hier kommt die Note für Anna Rizadinova. Ein Herz hinausgeschickt in die Ukraine, in die Welt und zu Ihnen ins Publikum.
Und wir kommen zur vorletzten Gymnastin aus Aserbaidschan. Representing Azerbaijan, Marina Doronda. In diesem Gerät bei der letzten Weltmeisterschaft in Izmir, Marina Doronda, die in der Ukraine geboren wurde und im Alter von 6 Jahren mit ihren Eltern nach Zypern ausgewandert ist. Es war ihr dann nicht möglich, den zypriotischen Pass zu bekommen, und als die Anfrage von Aserbaidschan kam, ob sie nicht für Aserbaidschan starten möchte, dann hat sie dies getan, und seit 2012 also startet sie für Aserbaidschan. Und das macht sie ganz hervorragend, die 18-Jährige. Und hier kommt die Note für Marina Doronda. Und es ist Platz 6, 17,916 Punkte, 17,9. Und 6 Applaus für Marina Doronda. Willkommen, meine Damen und Herren, zur letzten Gymnastin in diesem ersten Finale. Sie kommt aus Israel. Representing Israel, Netta Rifkin. Thank you.
Neta Rifkin, Israel. Neta Rifkin beschließt dieses erste Finale, das Reifenfinale. Hochschwanger ist ihre Mama damals aus Russland nach Israel mit dem Vater ausgewandert und in Tel Aviv ist sie dann geboren. 1991 mit 24 Jahren, eine ganz erfahrene hier im Feld der rhythmischen Sportgymnastik. War beispielsweise siebte im Mehrkampf bei den Olympischen Spielen in London. Und hier wartet sie in der Kiss and Cry jetzt auf ihre Note, meine Damen und Herren. Und das ist ihr Applaus für Neta Rifkin. Und da haben wir auch ein paar Fans aus Israel. Hier bei uns in der Porsche Arena, ja. Da darf man mal gerne winken. Und noch wird hier gewertet. Mamun Soldatova und Resadinova. Da dürfte nichts dran zu rütteln sein an den Plätzen 1, 2 und 3. Platz 8, 16,550 Punkte, 16.550 von Neta Rifkin. Und hier haben wir jetzt also das Ergebnis mit dem Reifen Margarita Mamun, die erste Weltmeisterin von Stuttgart mit 18,950 Punkten für Russland. The first world champion in Stuttgart. Soldatova Silver, Resadinova Bronze. Und bisschen müde um diese Uhrzeit, es ist ein langer Tag in der Porsche Arena gewesen, auch für unsere brasilianischen Fans, meine Damen und Herren. Und hier sehen wir noch mal ein paar Super Slow Motions, meine Damen und Herren. Wir sehen es nicht und wir sehen es im Fernsehen, Margarita Mamun. Und wir schauen auf unseren Show-Act, meine Damen und Herren. Und der steht schon bereit hier auf der Bodenfläche. Die Gruppe Power präsentiert eine Sportakrobatik-Performance der Spitzenklasse. Und die jungen Akrobaten betreiben ihren Sport in Wettkämpfen überaus erfolgreich und sind auch bereits sehr showerprobt. Das Trio zeigt beeindruckende Balanceelemente, Hebefiguren, Pyramiden, Schrauben, Salti und waghalsige Würfe. The group Power presents a world-class performance in a sport acrobatic. The young acrobats are very successful in competitions and participate in many shows. They show impressive balance, lifts, pyramids, somersaults, and adventurous aerials. Please give your warm applause to Power Sport Acrobatic!
Die 34. Weltmeisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik, das Finale Ball. The 34th FIG Rhythmic Gymnastic World Championship Individual Final Ball. Das sind unsere Teilnehmer im Finale. Hier oben haben wir noch die Jury. Und unsere Teilnehmer stehen bereit. Wir starten direkt, bevor wir sie hier vorstellen. Einzeln also die Vorstellung. Wir starten mit der ersten Teilnehmerin aus Weißrussland. Representing Belarus, Militina Staniuta. Militina Staniuta, Belarus. Die Freude ist groß bei Militina Staniuta. Zweimal schon auf dem Podest bei diesem Gerät beim Ball. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften mit Bronze dekoriert. In der Qualifikation lief es nicht ganz so gut für sie auf Platz 7. Aber sie schaffte es ins Finale. Da wird alles auf Null gesetzt. Und das ist ihr gelungen. Militina Staniuta. Sie wird jetzt hier gleich die erste Marke setzen. Wunderschön
die Zeitlupenstudien von unserer Regie hier eingespielt. Und sie lacht und freut sich und kriegt uns einen Applaus, Valentina Stanjuta. Und hier kommt das Ergebnis, 18,35 Flugpunkte, 80,350 für Valentina Stanjuta. Und wir machen weiter mit der Gymnastin aus Aserbaidschan. Representing Aserbaidschan, Marina Dorundan. Marina Dorunda, sechste war sie jetzt schließlich im Reifenfinale. Jetzt auch gleich mit ihrer Übung mit dem Ball. Zweimal Höchstleistungen am heutigen Abend in beiden Finals vertreten. Die Gymnastin aus Aserbaidschan, die im vergangenen Jahr nicht mehr siebte wurde mit dem Ball. Und die als sechste hier in dieses Finale eingezogen ist. Und da gibt es nochmal eine herzliche Umarmung mit ihrer Trainerin. Und ganz herzlich kann auch ein Applaus vom Stuttgarter Publikum sein für Marina Dorunda. Bevor wir gleich zum großen Superstar kommen der rhythmischen Sportgymnastik, sich als Beste für dieses Finale qualifiziert hat. Sie hören schon die Anfeuerung der russischen Fans. Die Doppelweltmeisterin im Mehrkampf, Titelverteidigerin mit diesem Gerät. Sie wird als Dritte jetzt hier gleich auf die Fläche kommen. Verletzungsbedingt musste sie beim Reifen die Qualifikation auslassen. Aber fit genug für dieses Finale mit dem Ball. Und hier 17,600 Punkte, 17,600 von Marina Dorunda. Jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Wir kommen zur nächsten Athletin aus Russland. Representing Russia,
Яна Кудрявцева. Routine by Яна Кудрявцева, Russia. Ist sie 17 Jahre jung. Ende September feiert sie ihren 18. Geburtstag. Sie wird auch der Engel mit den Eisenflügeln, der Angel with the Iron Wings genannt. So martialisch. Das ist eigentlich gar nicht richtig, denn es ist so grazil, wie sie hier mit dem Ball umgeht und tollen Bewegungen zur Musik. Der Superstar der rhythmischen Sportgymnastik, die Titelverteidigerin mit diesem Gerät. Doppelsieg gab es in diesem übrigens, gemeinsam mit Margarita Marmon. Und hier kommt die Note für Jana Kudrachtseva. 19,025 Punkte, 19,025. Fantastische Note, noch besser als in der Qualifikation für Jana Kudrjavceva. Und wir kommen zur nächsten Gymnastin aus Israel. Representing Israel, Neta Rifkin. Thank you.
Neta Rifkin, Israel. Neta Rifkin aus Israel. Als Fünfte kam sie hier in dieses Finale. 19,025 Punkte für Kudryavtseva. Das ist ein unglaublicher Wert für die Russin. 20,0, das ist ja die eigentlich fast nicht zu erreichende Höchstnote jetzt in der rhythmischen Sportgymnastik. 10,0, die gab es ja früher sowohl beim Turnen als auch bei der rhythmischen Sportgymnastik. Die wurde abgelöst von einem neuen Wertungssystem. Und Neta Rifkin kriegt nochmal unseren Applaus für die Küsse für euch. Und wir kommen zur fünften Teilnehmerin in diesem Finale. Sie kommt aus Korea. Presenting Korea, Son Yeon-jae. Als Zweitplatzierte hat sie sich qualifiziert für dieses Ballfinale. Im vergangenen Jahr landete sie hier auf Platz 5 mit dem Ball, die Koreanerin. Die knapp an einer Medaille ist mir vorbeigeschrammt ist. Im Mehrkampf wurde sie Vierte. Bei den Olympischen Sommerspielen in London belegte sie Platz 5 im Mehrkampf. Also aus der absoluten Weltspitze aus Seoul in Korea. Mit unserem Applaus noch einmal für Son Yeon-jae. Set number 216.2 18.2
points. Trigger third place in the current ranking. Aber da kommen ja noch echte Hochkaräter, wie beispielsweise jetzt aus der Ukraine. Representing Ukraine, Anna Rizatinova. Passionate routine by Anna Rizatinova, Ukraine! In Simferopol auf der Krim geboren, jetzt in Kiew zu Hause, die 22-jährige Ukrainerin, die als Drittplatzierte hier in dieses Finale eingezogen ist. Dort hat sie 17,966 Punkte gehabt in der Qualifikation. Und jetzt braucht sie mindestens 18,216 Punkte, um Sonnen vom Bronzeplatz zu verdrängen. Anna Rizatinova, die Ukrainerin, mit ihre tolle Übung hier bei der Weltmeisterschaft. Schicken wir noch mal einen Applaus in die Ecke zu Anna Rizatinova. Und es ist der dritte Platz, third place in the comeback in 80.283 von Anna Rizatinova. Und weiter geht's mit der siebten Starterin in diesem Feld aus Russland, die Doppelweltmeisterin in diesem Gerät. Representing Russia, Margarita Mamon.
Russian Federation. Margarita Mamon aus Russland mit ihrer fantastischen Übung, die zweifache Weltmeisterin. Und wir haben einen Einspruch gegen die Wertung von Anna Risadinova. There's an inquiry von Anna Risadinova from the Ukraine. Das heißt, die Übung von Risadinova wird nochmal überprüft. Aber im Moment geht es jetzt um die Noten für Margarita Mamon. 18,283 für Risadinova, 18,350 für Stan Jutta, 19,025 für Kudryavtseva. Und hier die Note für Margarita Mamon. Wir schicken mal einen dicken Applaus in die Kiss and Cry. Give her a big applause, a warm applause für Margarita Mamon. Wenn wir ein bisschen mitklatschen, Stuttgart, zum Rhythmus der Musik. Inquiry from Anna Risadinova. That's why we have to wait also for the result from Margarita Mamon. Kurz für Sie, meine Damen und Herren, zur Information. Es gibt direkt nach diesem Wettkampf, nach der letzten Starterin dann aus Weißrussland, die beiden Siegerehrungen. Und dann freuen Sie sich noch auf einen ganz besonderen Leckerbissen. Wir haben einen fantastischen Show-Act zum Ende dieses Auftaktabends, meine Damen und Herren, nämlich den besten Show-Act Europas 2013. Fünf Jungs mit Powerbeat, Akrobatik und Rhythmus. Die Dance Floor Destruction Crew ist hier zu Gast und sie wird diesen Abend hier beenden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, noch hier mit dabei zu bleiben, auch die Leistungen unserer Gymnastinnen zu würdigen bei den Siegerehrungen. Und dann freuen wir uns auf diesen fantastischen Abschluss mit der Dance Floor Destruction Crew. Dear spectators, while we have the inquiry for you from the Ukraine, I can give you a small tip. Stay with us a bit longer to see a breathtaking show after the winning ceremony. We are prepared for you the best show act in Europe 2013, so we advise to enjoy your rhythm with our shows. Anyway, for the first time, Rhythmic Gymnastic World Championship suggests you to enjoy your rhythm on YouTube. Type enjoy your rhythm and get the ultimate access to the highlights of 2015 Rhythmic Gymnastic World Championships in Stuttgart.
So it's rejected. They changed the difficulty. So we will get a new result for Anna Rysavinova. Hier haben wir nochmal die Trainerin auf dem Videowürfel bei ihrer Übung. Und hier die neue Note, 18,133 Punkte jetzt für Anna Rysavinova, 18,133. Und hier die Note für Margarita Mamun, Rüssau von Margarita Mamun, 19,133 Punkte, zweiter Platz, second place. Und wir beenden dieses zweite Finale bei dieser Weltmeisterschaft mit der zweiten Starterin aus Weißrussland. Representing Belarus, Katerina Galkina. Катерина Галкина, Беларусь! Катерина Галкина aus Weißrussland beschließt hier diesen zweiten Finaldurchgang jetzt mit dem Ball. Und Sie sehen es, die Siegerpodeste werden reingetragen. Wir dürfen Sie bitten, bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Stay with us, ladies and gentlemen, now for the prize-giving ceremony and for our fantastic, breathtaking show act after the prize-giving ceremony. Ein bisschen Licht von der Videowand.
Und gleich wieder wartet hier auf die Note. Und das ist 17,516, 70,546. Applaus für Katharina Galkina! Applaus! Die 34. FBG Weltmeisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik, die Siegerehrung mit dem Reifen, the prize giving ceremony. Who? Please welcome our successful gymnasts. Heißt sie herzlich willkommen, unsere erfolgreichen Gymnastinnen. Mehr Hände, Porsche Arena, we need your hands, come on everybody, clap your hands! Das ist noch nicht laut genug, it's not loud enough. Come on, Sunker, clap your hands! Und hier kommen sie, unsere erfolgreichen Gymnastinnen, hier our successful athletes.
34. Weltmeisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik in Stuttgart 2015, die Siegerehrung mit dem Reifen der 34th FIG World Rhythmic Gymnastic Championship, the Prize Giving Ceremony Hoop. Auf dem dritten Platz und Gewinnerin der Bronzemedaille, the third place and winner of the bronze medal, representing Ukraine, Anna Rizadinova. Auf dem zweiten Platz und Gewinnerin der Silbermedaille, on the second place and winner of the silver medal, representing Russia, Alexandra Soldatova. Weltmeisterin und Gewinnerin der Goldmedaille. World Champion and winner of the gold medal, representing Russia, für Russland, Margarita Mamon. Die Goldmedaille wird übergeben von The Gold Medalist presented by Andrei Geisbühler, General Secretary of the FIG, Generalsekretär der FIG. Die Silbermedaille wird übergeben von Silver Medalist presented by Lubosch Schachkaschina, Athletensprecherin, Representative of the Athletes, the FIG. Und die Bronzemedaille wird übergeben von The Bronze Medalist presented by the Mayor of the City of Stuttgart, der Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart, Frau Dr. Susanne Eisenmann. Darf Sie schon einmal bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Wir kommen zur Nationalhymne für die Siegerin. Das Protokoll sieht hier immer eine gekürzte Fassung vor. Wundern Sie sich nicht, meine Damen und Herren. Please stand for the national anthem of Russia. Goldmedaille zu feiern. Gib mal noch mal einen Applaus zu Margarita Mamon, der Goldmedaillengewinnerin. Sorry, ladies and gentlemen, das kann mal passieren, dass hier tatsächlich was falsch abgespeichert ist. Thank you.
Foto. Nochmal ein riesen Applaus! So, und die nächste Ehrung, die gibt es gleich hinterher, meine Damen und Herren. Und die 34. Weltmeisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik in Stuttgart 2015. 34th FIG World Rhythmic Gymnastic Championship. The prize giving ceremony. Individual Ball. Auf dem dritten Platz und Gewinnerin der Bronzemedaille. In the third place and winner of the bronze medal, Melita Stanyuta, Belarus, Weißrussland. Auf dem zweiten Platz, on the second place, representing Russia für Russland, Margarita Mamun. Weltmeisterin und Gewinnerin der Goldmedaille. World Champion and winner of the gold medal, Jana Kudryavtseva! Russia, Russland! The gold medal is presented by Mr. Wolfgang Willan, Mitglied im Exekutivkomitee der FIG, Member of the Executive Committee of the FIG. The silver medal is presented by Mrs. Daniela Della Chiai, Mitglied im Technischen Komitee der Rhythmischen Sportgymnastik der FIG, Member of the Technical Committee Rhythmic Gymnastics, the FIG. And the bronze medal is presented by Mr. Rainer Brechken, Präsident des Deutschen Turnerbundes, President of the German Gymnastics Federation. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Russia. Thank you.
Jana Kudryavtseva. Und da gibt es nochmal ein Siegerfoto mit unseren dreien. Come together for beautiful photo. Und wir klatschen alle nochmal in die Hände. Und das geht auch für unseren Lukas, der hat es ganz, ganz fantastisch gemacht, bislang die ganze Zeit. Das kann passieren, das ist menschlich. Meine Damen und Herren, bleiben Sie bei uns. Gleich kommt noch ein fantastischer Show-Act und unsere Damen und die Herren geleiten wir nach draußen.